Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Stromkreis des Getriebeöldrucksensors Schalters E. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangmotordiagnose gilt normalerweise für alle mit OBD2 ausgestatteten Fahrzeuge, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Nissan, Dodge, Chrysler, Honda, Chevrolet, GMC, Toyota und so weiter. Scheint jedoch am häufigsten bei Nissan-Fahrzeugen zu auftreten. Der Getriebeöldrucksensorschalter (TFPS) ist normalerweise an der Seite des Ventilkörpers im Getriebe angebracht, obwohl er manchmal an der Seite des des Getriebegehäuses Gehäuses selbst angeschraubt ist, das TFPS wandelt die mechanischen Getriebedrücke in ein elektrisches Signal für das Antriebsstrangsteuermodul PCM oder das Getriebesteuerungsmodul TCM. Um typischerweise informiert das PCM TCM dann andere Steuerungen, die den Datenkommunikationsbus des Fahrzeugs verwenden. Das PCM TCM empfängt dieses Spannungssignal, um den Betriebsdruck des Getriebes zu bestimmen oder wenn eine Verschiebung auftritt. Dieser Code wird gesetzt, wenn dieser E-Eingang nicht mit den normalen Betriebsspannungen übereinstimmt, die im Speicher des PCM TCM gespeichert sind. Dies kann auch auf interne mechanische Probleme im Getriebe zurückzuführen sein, beziehen Sie sich auf ein fahrzeugspezifisches Reparaturhandbuch, um festzustellen, welches der E-Schaltung für Ihr bestimmtes Fahrzeug ist. P0987 ist in der Regel ein Problem mit dem Stromkreis TFPS-Sensorkreis, obwohl dieser Code, wie bereits erwähnt, auch aufgrund mechanischer Probleme, interne Undichtigkeiten, gerissene oder fehlende Rückschlagkugeln im Ventilkörper, niedriger Betriebsdruck des Systems Hauptleitungsdruck eingestellt werden kann. Ventil im Ventilkörper stecken, dies kann in der Phase der Fehlerbehebung nicht übersehen werden, insbesondere wenn es sich um ein zeitweise auftretendes Problem handelt. Die Schritte zur Fehlerbehebung können je nach Hersteller, Typ des TFPS-Sensors und Kabelfarben variieren, zugehörige Schaltkreiscodes des Transfluiddrucksensors E P0988 Getriebeöldrucksensor Schalter E Schaltkreisbereich Leistung P0989 Getriebeöldrucksensor Schalter E Stromkreis. Niedrig P0990 Getriebeöldrucksensor Schalter E-Stromkreis hoch P0991 Getriebeöldrucksensor Schalter E-Stromkreis intermittieren Grad und Symptome des Codes, der Schweregrad hängt davon ab, in welchem Stromkreis der Fehler aufgetreten ist. Da es sich um einen elektrischen Fehler handelt, kann das PCM-TCM dies bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Der Fehler kann bedeuten, dass das PCM-TCM die Schaltung des Getriebes ändert, wenn es elektronisch gesteuert wird, zu den Symptomen eines P0987 Motor kurz können gehören, Störungsanzeigelampe an Änderung der Schichtqualität Fahrzeug startet im zweiten oder dritten Gang hinken im Modus Ursachen, in der Regel sind die Ursachen für das Festlegen dieses Codes Unterbrechung im Signalstromkreis zum TFPS Sensor, möglich Kurzschluss zur Spannung im Signalstromkreis zum TFPS Sensor, möglich Kurzschluss nach Masse im Signalstromkreis zum TFPS Sensor, möglich fehlgeschlagener TFPS Sensor, wahrscheinlich internes mechanisches Übertragungsproblem, möglich PCM fehlgeschlagen, unwahrscheinlich Programmierung nach Austausch erforderlich, Diagnose und Reparaturverfahren, ein guter Ausgangspunkt ist immer die Suche nach technischen Service -Tanks, TSB für ihr bestimmtes Fahrzeug, ihr Problem ist möglicherweise ein bekanntes Problem mit einem vom Hersteller herausgegebenen bekannten Fix und kann ihn bei der Diagnose Zeit und Geld sparen. Ein gutes Beispiel hierfür wäre, wenn zusammen mit dem P0987 bekannte leistungsbezogene Codes eingestellt sind oder wenn mehr als ein Drucksensorschaltercode eingestellt ist. Wenn ja, beginnen Sie Ihre Diagnose zuerst mit dem strombezogenen Fehlercode oder zuerst mit der Mehrfach-Code-Diagnose. da dies der Grund für den P0987 sein kann. Suchen Sie als nächstes den Getriebeöldrucksensorschalter TFPS an Ihrer Fahrzeug. Das TFPS ist normalerweise an der Seite des Ventilkörpers im Getriebe angebracht, obwohl es manchmal an der Seite des Getriebegehäuses Gehäuses selbst angeschraubt ist. Überprüfen Sie nach dem Auffinden den Stecker und die Verkabelung visuell. Suchen Sie nach Kratzern, Reiben, blanken Drähten, Brandflecken oder geschmolzenem Kunststoff. Ziehen Sie den Stecker auseinander und überprüfen Sie sorgfältig die Klemmen, die Metallteile im Stecker. Überprüfen Sie, ob sie Brand aussehen oder einen grünen Farbton aufweisen, der auf Korrosion hinweist, insbesondere wenn sie außerhalb des Getriebegehäuses angebracht sind, verwenden sie einen elektrischen Kontaktreiniger und eine Kunststoffbürste, wenn die Klemmen gereinigt werden müssen, trocknen lassen und an der Stelle, an der sich die Klemmen berühren, elektrisches Fett auftragen. Wenn Sie einen Diagnosetester haben, löschen Sie die Diagnosefehlercodes aus dem Speicher und prüfen Sie, ob der P0987-Code zurückgegeben wird. Wenn dies nicht der Fall ist, waren die Verbindungen höchstwahrscheinlich Ihr Problem. Dies ist das häufigste Problem für diesen Code, da die externen Übertragungsverbindungen die meisten Korrosionsprobleme aufweisen. Wenn der P0987-Code zurückkehrt, müssen wir den TFPS-Sensor und die zugehörigen Schaltkreise testen ziehen sie bei ausgeschaltetem schlüssel den elektrischen stecker am tfps-sensor ab schließen sie ein schwarzes kabel des digitalen voltmeters dvom an die erdung oder die niedrige referenzklemme am kabelbaumstecker des tfps-sensors an das rote kabel des digitalen voltmeters an die signalklemme am kabelbaumstecker des tfps-sensors anschließen motor einschalten überprüfen sie die angaben des herstellers das voltmeter sollte entweder 12 volt oder oder 5 Volt anzeigen, wackeln Sie mit den Verbindungen, um festzustellen, ob Sie sich ändern, wenn die Spannung nicht korrekt ist, reparieren Sie das Strom- oder Erdungskabel oder ersetzen Sie das PCM-TCM, wenn der vorherige Test bestanden wurde, schließen Sie eine Leitung eines Ohmmeters an die Signalklemme am TFPS-Sensor und die andere Leitung an die Erdungs- oder niedrige Referenzklemme am Sensor an. Überprüfen Sie die Herstellerspezifikationen zum Widerstand des Sensors. Um den Druckwiderstand genau zu testen, wenn kein Druck auf ihn ausgeübt wird, wackeln Sie mit dem Stecker am Getriebeöldrucksensorschalter, während Sie den Widerstand überwachen. Wenn die ohm nicht übereinstimmen, ersetzen Sie das TFPS. Wenn alle vorherigen Tests bestanden wurden und Sie weiterhin einen P0987 erhalten, würde dies höchstwahrscheinlich auf einen ausgefallenen TFPS-Sensor hinweisen, obwohl ein ausgefallenes PCM TCM nicht ausgeschlossen wird. Konnte und auch keine internen Übertragungsstörungen auftreten konnten, bis der TFPS-Sensor ausgetauscht wurde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen ausgebildeten KFS-Diagnostiker. PCM-TCMs müssen auf das Fahrzeug programmiert oder kalibriert sein, um korrekt installiert zu werden.